Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zu Mustermatt. Letzten Sonntag war der erste Advent, das heißt Weihnachten steht vor der Tür. Und um euch die Wartezeit auf den Heiligen Abend etwas zu verkürzen, beziehungsweise um den Vorweihnachtsstress noch etwas anzuheben, soll es in den nächsten Wochen ein Weihnachtspreislösen hier bei Mustermatt geben. Dazu komme ich gleich. Das zweite, was uns thematisch durch die Adventszeit begleiten wird, sind die sogenannten Millennium-Probleme. Was hat es damit auf sich? Das Millennium-Problem, das war ein großes Thema im Jahr 1999. Vielleicht erinnert ihr euch daran. Man hatte damals große Sorge, was passieren würde, wenn in der Silvesternacht in der Datumsverwaltung der Computerprogramme die Jahreszahl von 99 auf 00 umspringen würde und die Computer dann alle denken würden, sie wären im Jahr 1900 gelandet. Ich will nicht groß was zu dieser Geschichte erzählen. Es gibt natürlich zum Millennium-Problem einen entsprechenden Wikipedia-Artikel. Den verlinke ich mal unten in der Beschreibung. Der Begriff Millennium-Problem war jedenfalls in aller Munde. Und da dachten sich die Macher der holländischen Zeitschrift Problemblad, sie könnten ja auch mal nach dem Millennium-Problem suchen, beziehungsweise nach den Millennium-Problemen, also dem jeweils besten Problem der letzten 1000 Jahre in den Kategorien Zweizüger, Dreizüger, Mehrzüger und so weiter. Erstmal durften die Leser Vorschläge machen, dann wurde eine Nominierungsliste erstellt und schließlich abgestimmt und am Schluss hatte man dann 9 Sieger in 8 Kategorien. Beteiligt haben sich damals 38 Leser, das war also nicht wirklich repräsentativ und allzu ernst sollte man das Ganze vielleicht auch nicht nehmen. Aber die ausgesuchten Probleme sind es auf jeden Fall wert, sie sich mal anzusehen. Los geht es heute mit der Kategorie Zweizüger und das war die einzige Sparte, in der zwei Probleme gleich viel Stimmen bekamen. Zwei sehr unterschiedliche Probleme. Das erste ist aus der klassischen Zweizügerzeit Anfang des 20. Jahrhunderts. Ein Stück von Commons Mansfield. Und wenn ihr das selber lösen wollt, dann wäre mein Tipp, Angst vor schwarzen Schachgeboten darf man nicht haben. Schwarz hat eine Läufer-Springer-Batterie, die auf den weißen König gerichtet ist. Im Satz nützt ihm das erstmal noch nichts, denn der Springer ist ja gefesselt. Aber das ändern wir mit dem Schlüssel Läufer E4. Es droht Springer schlägt C4. Und Schwarz kann sich jetzt verteidigen, indem er den schwarzen Springer abzieht, jedes Mal mit Schach, ganz egal wohin der zieht. Zum Beispiel Springer schlägt D6 Schach, dann spielt Weiß Läufer D3, das ist matt. Und was wir da sehen, ist ein sogenanntes Kreuzschach. Schwarz feuert eine Batterie ab. Weiß zieht mit einem Stein dazwischen, der gleichzeitig der Vorderstein einer eigenen Batterie ist. Und in diesem Fall ist das dann schon ein Matt. Und wir sehen noch zwei weitere Kreuzschachs. Wenn der Springer dieses Schach gibt, Springer E5, dann folgt Turm nach D3 Matt. Und wenn der Springer den Turm schlägt, Springer schlägt E3, dann kommt Springer B5 matt. Ich zitiere mal einen derjenigen, die sich damals beteiligt haben. Alles, was man von einem Schachproblem erwarten kann, perfekt konstruiert. Der zweite Millennium-Zweizüger ist von Alfred Dombrovskis und mein Lösetipp hier ist, der Name des Autors ist Programm. Das Dombrovskis Thema, das hatten wir schon zweimal hier bei Mustermatt, einmal in der Folge 18 und dann nochmal in der Folge 55, das war das mit den Grashüpfern. Und was wir jetzt auf dem Brett haben, ist das Stammproblem dieser Idee. Beim Dombrovskis hat man es immer mit einer oder mehreren Verführungen zu tun. Hier sind es zwei und die Verführungen scheitern jeweils an bestimmten schwarzen Zügen, an schwarzen Paraden. Und diese schwarzen Züge ermöglichen dann in der Lösung ausgerechnet die Matts, die sie in den Verführungen verhindert haben. Und das sieht hier folgendermaßen aus. Die erste Verführung ist Läufer C1. Es droht Springer F4 matt.
Und die schwarze Parade ist Läufer nach D2. Zweite Verführung, Springer G3, deckt das Feld E2 und droht Turm D4. Aber Schwarz kann den Turm fesseln mit Dame E2. Und die Lösung beginnt mit dem Schlüsselzug Springer E3. Es droht Dame C2 matt. Schwarz kann sich verteidigen mit Läufer D2. Aber der Läufer blockt jetzt eben dieses Feld. Und deshalb können wir matt setzen mit Springer F4. Also Springer F4 ist genau das Matt, was der Läufer in der Verführung verhindert hat. Und ganz analog, wenn sich Schwarz verteidigt mit Dame nach E2, dann blockt die Dame dieses Feld und wir können matt setzen mit Turm nach D4. Es gibt auch noch eine Nebenvariante. Wenn der König nach E2 geht, dann folgt Dame D1 matt. Einer der Leser schrieb ganz enthusiastisch zu diesem Problem: Dieses Problem hat die Schachgeschichte revolutioniert. So, wir lösen jetzt mal schnell den Cliffhanger von letzte Woche auf. Die Forderung war Beweispartie in 3,5 Zügen und zuvor waren die fehlenden Steine zu ergänzen. Zu ergänzen ist da eine ganze Menge, nämlich das hier alles. Und die Beweispartie geht so: D3, E6, König D2, Läufer B4 Schach, König E3, Läufer E1 und König D4. Und jetzt kommt endlich das Preislösen. Und das funktioniert so. Bis Weihnachten wird es in jeder Folge ein Schachrätsel geben. Das werden keine 2- oder 3-Züger sein, sondern ein bisschen exotischere Sachen. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schickt ihr mir die Lösungen per E-Mail an mustermatt@dieschwalbe.de. Mitmachen kann jeder, der mindestens 14 Jahre alt ist. Für jede richtige Lösung bekommt ihr bei mir ein Los. Und aus allen Losen werden am Ende dann die Gewinne ermittelt. Das heißt, wer nur ein Rätsel richtig löst, der kann trotzdem schon den ersten Preis gewinnen. Wer alle 4 richtig löst, der hat entsprechend größere Chancen. Einsendeschluss ist Mittwoch, der 28. Dezember und zwar für alle Lösungen. Ihr könnt mir die Lösung der heutigen Folge also gerne heute direkt schicken, aber ihr könnt auch noch bis Heiligabend zum Beispiel warten. Und das sind die Preise. Erster Preis, ein Jahresabo der Schwalbe. Zweiter und dritter Preis, das Buch Beispiele zur Ideengeschichte des Schachproblems von Josef Breuer. Vierter und fünfter Preis, eine Mustermatt-Tasse. Sollte jemand den ersten Preis gewinnen, der schon Schwalbe-Mitglied ist, für den wird sich auch irgendeine Lösung finden. So, jetzt noch ein paar Formalitäten und die lese ich ausnahmsweise mal ab. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen. Das Preislösen steht nicht in Verbindung zu dem Unternehmen YouTube. Verantwortlich bin ausschließlich ich. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind völlig unabhängig davon, ob ihr diesen Kanal abonniert habt oder ob ihr irgendwelche Videos liked. Und schließlich alle Daten, die im Zusammenhang mit dem Preislösen anfallen, also Namen, Mail oder Postadressen, werden nicht an Dritte weitergegeben und nach dem Preislösen von mir natürlich gelöscht. Wenn ihr Fragen zu den Teilnahmebedingungen oder zu den einzelnen Rätseln habt, bitte auch per E-Mail an mich. Die Kommentarfunktion ist in den nächsten Wochen deaktiviert, damit keiner irgendwas spoilern kann. So, und jetzt komme ich endlich zum ersten Rätsel. Das ist ein Originalbeitrag von Werner Keim. Lieber Keim, nochmal vielen Dank dafür. Und die Frage, die ihr beantworten sollt, ist die: Um wie viel Grad muss man die Stellung auf dem Brett im Uhrzeigersinn drehen, damit man es mit einer legalen Mattposition zu tun hat?
Ist es A um 0 Grad oder B um 90 Grad mit dem weißen König auf E8 oder C um 180 Grad mit dem weißen König auf H4 oder D um 270 Grad mit dem weißen König auf D1. Ich brauche von euch nur den Buchstaben, also A, B, C oder D. Beziehungsweise, wenn es mehrere Lösungen gibt, dann brauche ich alle entsprechenden Buchstaben. Viel Spaß beim Knobeln. Ich freue mich über jeden, der mitmacht. Und damit bin ich so langsam am Ende dieser Folge angelangt. Nächste Woche zeige ich euch den Millennium-Preisträger in der Kategorie Dreizüger. Und es gibt das zweite Preisrätsel und das wird schon etwas schwieriger sein als das heute. Wenn ihr wollt, dann lasst noch ein Like da. Und für heute sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.